Hallo und willkommen zum heutigen Interview am 3. April 2020. Ich bin der Willi vom Funke und für diejenigen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal von uns hören, der Funke ist die revolutionäre Strömung in der Arbeiterbewegung in Österreich, aber auch weltweit sind wir Teil der International Marxist Tendency, der IMT, die in über 30 Ländern auf der Welt aktiv ist und dort überall für die Überwindung des Kapitalismus kämpft. Ich freue mich heute, ein Interview mit der Sarah Ott führen zu dürfen. Die Sarah ist Betriebsrätin im Gesundheits- und Sozialbereich und zwar beim Verein LOCK, Leben ohne Krankenhaus, und ist außerdem auch beim Funke aktiv. Sarah, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Es ist ja so, dass der gesamte Gesundheits- und Sozialbereich in dieser Krise extrem unter Druck steht. Also eigentlich auch schon davor, aber jetzt halt besonders. Und auch die Regierung betont in diesen Tagen immer wieder, was ihr nicht für Heldinnen und Helden seid, wie toll das nicht ist, dass ihr euch aufopfert und so weiter. Und jetzt gab es vorgestern, völlig überraschend, einen Abschluss in den Kollektivvertragsverhandlungen in deiner Branche, im SWÖ, der Sozialwirtschaft Österreich. Und das wäre ja die perfekte Gelegenheit gewesen, um dieser ganzen Wertschätzung und Anerkennung, die man so in Worten kriegt, auch Taten folgen zu lassen, also auch praktisch diese Wertschätzung quasi zu zeigen. Es ist ja auch so, dass die allermeisten Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich, auch im Privaten, trotzdem entweder direkt oder indirekt vom Staatsapparat, also von genau dieser Regierung, die jetzt immer wieder betont, wie toll ihr nicht seid, übernommen werden. Und vielleicht könntest du die Ergebnisse von diesen KV-Verhandlungen kurz skizzieren und ob dieser Abschluss dem Anspruch irgendwie gerecht wird. Gerne. Ja, also das, was irgendwie jetzt abgeschlossen worden ist, kam auch für uns alle sehr überraschend und sehr schnell. Wir hätten eigentlich nicht damit gerechnet, dass es jetzt in dieser Krisensituation einen Abschluss geben wird, weil es auch eigentlich von Seiten der Gewerkschaft noch vor kurzem geheißen hat, dass die Verhandlungen eben ausgesetzt sind, dass bestehende Streikbeschlüsse aufrecht bleiben und dass man halt nach dieser Krisensituation, in der man uns momentan befindet, dann irgendwie erst weiter verhandeln möchte. Es kam jetzt doch anders. Es ist ein Dreijahresabschluss gemacht worden, der heuer rückwirkend ab dem 1. Februar eine Lohnerhöhung, also eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und auch der Zulagen von 2,7% vorsieht. Dann nächstes Jahr soll es ab dem 1.1. eine Lohnerhöhung und also Löhne, Gehälter und auch der Zulagen wiederum geben von einem Inflationsabgleich plus 0,6%. Und dann erst im Jahr danach eine kleine Arbeitszeitverkürzung von einer Stunde, also von jetzt 38 auf 37 Stunden. Allerdings ohne Inflationsabgleich, ohne dazugehörige Lohnerhöhung, was natürlich bedeutet, dass es für Vollzeitbeschäftigte eigentlich einen Reallohnverlust gibt. Zusätzlich dazu werden auch noch mit dem Inkrafttreten der Arbeitszeitverkürzung dann 2022 auch noch die Mehrarbeitszuschläge gekürzt. Im Moment ist es so, dass man für die 39. und 40. Stunde 50% Zulagen bekommt. Und dann, wenn es die Arbeitszeitverkürzung auf 37 Stunden gibt, dann ist es so, dass man für die 38., 39. und 40. Stunde nur noch 33,3% Mehrarbeitszuschläge bekommen wird. Das heißt, meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler meiner Kolleginnen entspricht dieser Abschluss überhaupt nicht dem, was man jetzt irgendwie von Wertschätzung redet. Das zeigt überhaupt nicht, also es ist keine wirkliche substanzielle Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen oder unserer Gehälter in diesem Abschluss mit drinnen. Es gab in den letzten Jahren in den KV-Verhandlungen immer wieder eine sehr kämpferische Stimmung, bis hin zu Streiks in den letzten Jahren. Da hat sich einfach Jahr für Jahr immer wieder eine gewaltige Dynamik entwickelt. Du hast gesagt, es gibt jetzt einen Abschluss über mehrere Jahre. Was heißt das für die zukünftigen Kämpfe, die eventuell anstehen, wenn die Corona-Krise dann einmal überwunden ist? Ja, also in Wahrheit finde ich es völlig unverständlich, wie man in der jetzigen Situation einen Abschluss über mehrere Jahre machen kann, bei der auch beinhaltet, dass man wirklich erst wieder im Herbst 2022 verhandelt.
Das ist für, also es gab einfach eine sehr, sehr dynamische Bewegung, vor allem heuer, aber auch schon in den Vorjahren. Aber gerade heuer haben sich wirklich viele, viele Betriebe an Streiks beteiligt. Es gab Demonstrationen, an denen mehrere tausend Leute auch teilgenommen haben. Das heißt, da ist einfach wirklich eine Dynamik entstanden. Der Sozialbereich hat lange als ein Bereich gegolten, in dem man überhaupt nicht streiken kann. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass das sehr wohl möglich ist. Es gab eine große Bereitschaft und viel Enthusiasmus irgendwie für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, und das ist auch bis zum Ausbruch der Corona-Krise ist das auch weiterhin bestehen geblieben. Und ich glaube, also für das, also man hat einfach in den letzten Jahren in diesem Bereich ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt, wie man Streiks organisieren kann, wie man sich im Betrieb organisieren kann, was man irgendwie tun kann, um für seine Anliegen zu kämpfen. Und dieser Abschluss über 3 Jahre ist total fatal, weil natürlich, wenn man so lange dann gar nichts mehr macht, geht auch dieses Wissen natürlich verloren. Und es ist für die Belegschaften, die einfach aufrechte Streikbeschlüsse auch haben, die ganz klar gesagt haben, wir sind auch weiterhin bereit, für unsere Anliegen zu kämpfen, auch wenn man das jetzt in dieser Krisensituation natürlich nicht machen kann, aber danach ist man sehr wohl irgendwie wieder bereit, auch was zu tun, ist dieser Abschluss einfach ein Schlag ins Gesicht. Die Gewerkschaftsspitzen und das kleine Verhandlungsteam, die argumentieren jetzt, dass man halt in der jetzigen Situation einfach nicht mehr rausholen hätte können und vor allem, dass die Kolleginnen und die Kollegen diesen Abschluss jetzt unbedingt gebraucht hätten mit der Gehaltserhöhung ab Februar und so. Wie siehst du das und wie sehen das deine Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und was hätte man da deiner Meinung nach anders machen können? Also natürlich verstehe ich irgendwie, dass es in der momentanen Situation einfach sehr, sehr schwierig ist. Also klar ist, jetzt im Moment sind keine gewerkschaftlichen Kämpfe, keine Streiks möglich, einfach deswegen, weil man in einer Notsituation ist und weil natürlich auch für uns alle und vor allem eben für die Beschäftigten klar ist, dass man hier irgendwie eine Verantwortung hat und dass man der auch nachkommen möchte. Aber es wäre nicht notwendig gewesen, irgendwie jetzt auf die Schnelle, auf Biegen und Brechen einen Abschluss herbeizuführen. Man hätte durchaus noch warten können. Ein großes Thema war irgendwie so diese Corona-Zulage, die es jetzt auch geben soll. Aber man hätte so eine Corona-Gefahrenzulage problemlos auch ohne den KV-Abschluss machen können. Oder natürlich ein Kompromiss wäre vielleicht auch gewesen, einfach einen Abschluss nur für heuer zu machen. Es gab sogar aus dem großen Verhandlungsteam diesen Vorschlag, dass man halt für heuer die 2,7% plus die Corona-Zulage vereinbart und dann einfach im Herbst, wenn die Krise überwunden ist, neue Verhandlungen fürs nächste Jahr macht. Dieser Vorschlag ist nicht einmal zur Abstimmung zugelassen worden. Das heißt, man sieht eigentlich, dass das sehr, sehr undemokratisch vorgegangen ist, und das sorgt halt auch für jede Menge Ärger. Es hätte genug andere Möglichkeiten auch gegeben. Und so wie das abgelaufen ist, muss man einfach sagen, dass das überhaupt nicht geht so. Also es ist undemokratisch, keine wirkliche Diskussion über den Abschluss zuzulassen, keine anderen Vorschläge zuzulassen, die nicht zu diskutieren, und auch die Belegschaften überhaupt nicht in diese Entscheidungen mit einzubeziehen. Und es war auch so, dass viele Betriebsrätinnen erst aus den Medien von dem Abschluss erfahren haben. Also damit hast du meine nächste Frage schon vorweggenommen quasi. Also ich wollte fragen, ob du vielleicht kurz erklären kannst, wie dieser Abschluss genau zustande gekommen ist. Also da hört man ja alles Mögliche mit erst offiziell Verhandlungsstopp, dann plötzlich aus dem heiteren Himmel eine E-Mail-Abstimmung oder so und einen Tag später gibt es dann gleich einen Abschluss. Ich kann es vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren. Also es war so, dass es von Seiten des kleinen Verhandlungsteams schon die Aufforderung an die Arbeitgeber gab, halt ein schriftliches Angebot zu schicken. Allerdings war am Anfang noch die Rede von einem substanziell besseren schriftlichen Angebot, und ich würde sagen, das Angebot, das dann kam, ist eigentlich in seinen Grundzügen nicht wirklich anders als das, was man im großen Verhandlungsteam schon bei der letzten Verhandlungsrunde eigentlich einstimmig abgelehnt hatte. Trotzdem hat sich das kleine Verhandlungsteam dann entschieden, dieses Angebot der Arbeitgeber zur Abstimmung zu bringen. Und zwar hat diese Abstimmung über E-Mail stattgefunden. Das große Verhandlungsteam wurde aufgefordert, möglichst schnell auf diese E-Mail zu antworten, die allerdings nicht für alle die Antworten waren nicht für alle einsichtig, sondern nur für das kleine Verhandlungsteam. Und
Ja, es gibt natürlich auch Berichte, dass da auch Druck ausgeübt worden ist auf die Leute, möglichst schnell und möglichst dafür abzustimmen. Und wie ich schon gesagt habe, also gegen Vorschläge oder Diskussion ist einfach nicht zugelassen worden. Es klingt ja schon durch, dass du diesen Abschluss auf jeden Fall nicht so hinnehmen willst, wie er gekommen ist. Und wenn man jetzt dieser Meinung ist, was kann man dann tun? Oder besser gefragt, was wirst du konkret als Betriebsrätin jetzt tun? Und was würdest du den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Betrieben vorschlagen, die auch der Meinung sind, dass dieses KV-Ergebnis sicher nicht in ihrem Sinne ist, was die tun sollen? Ja, also wir haben auch im Betriebsrat darüber diskutiert und uns auch überlegt, wie wir mit dieser Situation jetzt umgehen. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass eigentlich schon bei einer Betriebsrätekonferenz in Wien im November gab es schon den Antrag, dass man jeglichen Abschluss eines Kollektivvertrags einer Urabstimmung unterzieht. Das ist dort auch angenommen worden. Allerdings ist das nichts Bindendes. Aber trotzdem finde ich, dass gerade in so einer Situation wie der jetzigen, wo man nicht nach außen gehen kann, wo keine öffentlichen Kampfmaßnahmen möglich sind, dass es eigentlich essentiell wäre, eine solche Urabstimmung zu machen. Und in vielen anderen Ländern ist das auch eigentlich üblich. Fakt ist, die Gewerkschaftsspitze wird sowas nicht machen. Ich finde aber, dass man, um dagegen irgendwie ein Zeichen zu setzen, haben wir uns entschieden, dass wir bei uns im Betrieb einfach mal so eine Umfrage machen werden, wo wir die Beschäftigten fragen, ob sie mit diesem Abschluss einverstanden sind oder nicht. Es ist klar, das ist irgendwie keine bindende Abstimmung dann, aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig und wäre es auch wichtig, dass da möglichst viele andere Betriebe da mitmachen, dass das organisiert wird von den Betriebsrätinnen, von den Streikkomitees, dass man in den Betrieben, dass man die Beschäftigten einfach mal fragt, wie sie zu diesem Abschluss stehen und dass man aufzeigt, dass man Demokratie halt so auch leben kann, dass man ein Zeichen setzt und ganz klar dafür eintritt, dass es in Zukunft ein demokratisches Mitspracherecht der Beschäftigten braucht bei solchen Dingen. Und außerdem glaube ich irgendwie, dass es jetzt, gerade jetzt irgendwie notwendig ist, eine aktive und eine organisierte Gewerkschaftsopposition weiter aufzubauen. Das heißt, wir müssen uns in den Betrieben organisieren, wir müssen uns aber auch darüber hinaus organisieren, damit es uns in Zukunft gelingt, tatsächlich unsere Arbeitsbedingungen auch zu verbessern. Viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Damit wären wir eigentlich am Ende des Interviews. Möchtest du vielleicht noch was sagen, was dir wichtig ist oder was du hier für zentral hältst? Ja, ich glaube, dass der gesamte Gesundheits- und der Sozialbereich momentan einfach vor ganz besonderen Herausforderungen steht. Und ich finde irgendwie total wichtig, dass man hier im Blick behält, was die Beschäftigten hier leisten. Und gerade aus den letzten Tagen sind auch öffentliche Sachen bekannt geworden, vor allem auch aus den Krankenhäusern, wo Beschäftigte unter Druck gesetzt werden, dass sie persönliche Zustimmungserklärungen zu Arbeitszeitverlängerungen unterschreiben sollen, die dann quasi so ein Blankoschein sind dafür, dass man die Mitarbeiterinnen unbegrenzt arbeiten lassen kann, ihnen womöglich auch noch Zulagen oder so dadurch wegfallen. Und ich finde, das entspricht ganz und gar nicht dem, was propagiert wird, irgendwie an Wertschätzung für diesen Bereich. Und ich möchte hier auch meine volle Solidarität irgendwie den Mitarbeiterinnen in den Spitälern aussprechen. Und ich hoffe sehr, dass sie es schaffen, solche Dinge abzuwenden und dass irgendwie ganz klar sein sollte, was momentan in der Situation notwendig ist, ist, dass man sowohl im Gesundheits- als auch im Sozialbereich Arbeitsbedingungen schafft, unter denen die Beschäftigten gut und sicher arbeiten können und in der Lage sind, irgendwie diese Krise zu bewältigen. Und das ist es, was es momentan braucht und nicht ein noch mehr unter Druck setzen irgendwie der Beschäftigten und das Abladen auf deren Rücken. So, das war unsere erste Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr zu den Zuständen und den Kämpfen im Gesundheits- und Sozialbereich wissen möchtet, dann schaut am besten auf unserer Homepage vorbei, www.derfunke.at. Wir verfolgen diese Entwicklungen sehr genau. Es gibt sehr viele Berichte. Einige Aktivistinnen und Aktivisten vom Funke sind auch sozusagen an vorderster Front mit dabei, so wie die Sarah. Und ansonsten haben wir jeden Samstag ab 19 Uhr einen Livestream auf YouTube. Die Infos dazu gibt es zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite oder über Instagram, sowie auch Infos zu allen anderen unserer Aktivitäten. Also bis bald!